Also, willkommen zurück zu meinem Let's Play. Also, fange ich mein Let's Play an. Folgendes. Es hat ja immer wieder ein paar Soundprobleme gegeben. Jetzt bin ich endlich draufgekommen, dass das OSB nicht das aufnimmt, was rauskommt, sondern die eigenen Soundeinstellungen hat. Das heißt, egal wie laut oder leise ich das jetzt am Headset hört, den Sound. Es hat überhaupt gar nichts damit zu tun, wie das OBS aufnimmt. Egal. Ja gut, willkommen zurück zu Teil 6 von Let's Play Yoshi's Island. Ich hoffe, der Sound ist jetzt besser. Und sonst... Bergs Festung. Herrlich. Übrigens, so ist Light Game, der um sie aufgeht, dass ich so viel Safe States benutze. Wenn wir das jetzt ein bisschen anfangen, ein bisschen zu reduzieren. Da... Du kommst ja nicht... War da nicht irgendwas einmal? Eine Geheimtür, nicht schlecht. Bergsfest, das war's. Wirklich? Ja, wenn ich es überlebt krieg. Das war's jetzt? Das kann ja wirklich nicht sein. What the f... Ja, genau. Die bösen... Ahahaha, ist die böse Blume offen reingeholt? Berg. Ich hasse Bergs. Habe ich schon erwähnt, dass ich Bergs hasse, gleich wie, offen hasse. Muss ich da jetzt rein oder nicht? Ich hasse offen! Stirb! Ich hab keine Ahnung, wo ich da hin muss. Na super! Eine Blume! Aber ich bin doch gar kein Gärtner! Und Sterne wahrscheinlich. Ja, ist ja klar. Ich hasse Affen. Habe ich das schon nochmal erwähnt? Aber Eier kann man nicht nur kommen. Sagt meine Ex-Freundin auch immer. Na, hat sie eigentlich nicht gesagt. Das war eigentlich überlebenswert. Die Kokones. Ma! Komm over! So lieb der eine kleine Zaun. Urlos! Du hast ein bisschen Knopf, gell? Aber für einen Profi wie mich. Muss ich da jetzt rein? Ich hab keine Ahnung, wie mal, was ich da tue. Schauen wir mal. Ach du meine Güte. Das kann sich nur um Stunden handeln. Gott, oh Gott, dass es ausgeht, hä? Mr. J. Komm
komm her, ich erlöse dich von deinem Leid als totgeschossener Affe und frisst die und verdaut zu ein Ei. Yay. Eier! Brauch mehr Eier. Muss ich mit dem Gerät umfahren, gell? Ah! Irgendwie schaut, dass wir mit dem Soundrepertoire da ziemlich durch sind, glaube ich, oder? Nicht die Lava berühren! Der Boden ist Lava. Eigentlich Wasser. Und wir können berühren, aber so gut wie ich in dem Spiel bin. Ich muss mich kratzen! So, geht schon wieder. Ja, Bergs Festung sozusagen. Oder ich sehe die roten Münzen nicht mehr. Ab und zu haben die so einen schönen Kontrast, aber da überhaupt nicht. Da muss der Debat werden bei der Musik. Yay, Mitteltor! Da darf man sogar mal einen Safe State benutzen, oder? Nur Noobs weichen aus, aber dafür wird jetzt keine Eier mehr. Ey, der hat jetzt... Die Sounds sind ja eigentlich auch ziemlich genial, muss ich sagen. Ich glaube, da muss ich bei irgendwas muss ich da warten, wenn ich jetzt nicht, wenn ich... Genau, beim nächsten muss man warten, muss es... Ah! Alter Schalter! Wie soll ich das jetzt da... Na, danke! So, da werden wir jetzt einen guten alten Bandenschuss machen. Damit wir mit dem da hinten loswerden. Ich muss noch mal was probieren. Ah, so könnte man das machen. Na. Ah, wie kriegt man die... Ach so, ich kann nicht... Alter, ich bin so gescheit. Ich schieße einfach gerade oben, ne? Aber nicht auf den. Nein! So geht es, genau. Ein Bandenschuss. Da sieht man wieder mal, ich denke viel zu viel um die Ecken, ne? Komm's her. Drum, 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 drum. So. Sechs, und wenn ich jetzt den Safe State nicht gehabt hätte, dann hätte ich da stundenlang wieder zurückgehen müssen. Und das hätte ich jetzt sicher nicht anschauen wollen in dem Let's Play. Weil dieses Let's Play ist ein kurzweiliges, wo nur neue Gegenden gezeigt werden. Und dieselbe Musik von derselben, keine Ahnung was das ist. Ringelspiel, das in der Luft verkehrt. Ringelspiel, das in der Luft verkehrt. Also. Ich hasse Frösche, hab ich das schon gemeint? Komm her. Und Psychoblumen, der Oberhupfen. Was? Das ist jetzt die Kampfarena? Bisher hast du dich tapfer geschlagen, aber jetzt wird es für dich besser sein, wenn du gleich aufgibst. Berg, 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 Berg,
Bergwitzen würde ich sonst zum Frühstück vernaschen. Berg. Also, wenn ihr das nächste Mal einen Frosch als Haus. Was? Wir verwandeln uns? Ah. Tschüss, macht's gut, Eier. So cool gemacht, Alter. Das ist ja so genial, das Spiel, Alter. Das muss da alles einmal einfallen, oder? Berg. Und dann frisst er natürlich andere Viecher, der Scheiß. Ich würde so gern mit 30 Sternen schaffen. Und die gute die Magensäure, die willst du natürlich verdauen. Aber du weißt schon, wenn du es verdaust, ist das Baby Magier auch weg. Berg. Nein! Eigentlich ist es mehr leichter wie gedacht. Ja. Jetzt haben wir mal einen künstlichen Darmausgang explodiert. Im Berg. Yay! Der gelbe Yoshi ist wieder groß. Und der Berg hat einen Darmausgang, einen künstlichen bekommen. Der künstliche Darmausgangmacher. Naja, Punkte hätten wir es auch nicht alle gekriegt. Naja, Münzen haben uns 5 gefällt. So, Welt 3.5. Das hat jetzt 12 Minuten verstaut. Dschungelfieber. Und wieder mal hätten wir. Wie wäre es auch anders gewesen? Offen. So war das aber nicht. Ah, ich brauche das Scheiße eigentlich, brauche diese Beine. Ein Kaktus, ein Hüpfender. Das ist ja geil. Den hol ich meiner. Ah, das ist jetzt, haben wir eine rote. Kommt da wirklich keine andere Melodie mehr? Irgendwie nervt mich das nicht. Alter, was ist mit dir los? Ja, rote Münzen und so weiter. Das gesehen, ja. Na! Du! Das ist schon dropbar, gell? Ich hasse offen! Typischen Debatten. Also deine, also meine Deine jetzt nicht der Räder geht auf mit der Teile. Das war cooler gewesen, muss ich sagen, gell? Das war so ein cooles Geräusch. What? Ach! Na! Sechs mir mal so richtig failen, wenn die Scheiße offen. Blöde! Ja, ich kann es natürlich auf Nummer. Nein, ich kann es nicht auf Nummer. Ich kann es nicht einmal auf Nummer sicher spielen. Es ist schon schwieriger, gell? Alles easy going. Alles easy cheesy. Ah. Du meine Güte.
habe erwähnt, dass ich Dschungelfieber nicht mag, diese Welt. Aber warum denn nicht? Was scheiße ist. Ha, Alter, du stierst auf. Gibt's denn nicht da was, ja? Das ist wieder mal. Ja, da kann man jetzt natürlich streiten drüber, ob das jetzt wurscht. Kreuz da einfach deine Melone, du Penner, du. Nein, das ist mir jetzt auch schon zu blöd. Wahrscheinlich kann ich das mit der Deute natürlich auch einen Bandenschuss machen müssen und so weiter und so fort, aber. Ach, volle Melone, was hab ich gekriegt? Komm selbst, ihr Sch... Ich hasse! Hobby! Nehm die ganzen... Mag ich die Blumen auch nicht. Nehm die offen und die frisch und die... Ja, genau deswegen mag ich die nicht. Ja, verpiss dich, du. Ich hasse Blumen. Alter, wie das kann spielen, das jetzt wieder mal. Ach du meine Güte. Die drei will ich natürlich haben. Ach, wir treffen ja ziemlich viel, muss ich sagen. Als MG Yoshi. Ey, ich hab keine Ahnung, was ich da tue. Jetzt sehe ich da geheim, wird jetzt geben oder so, was ich da ganz normal verpasst hab. Schlecht wie ich bin. Komm her, du. Ja, passt. Da haben wir jetzt wahrscheinlich 40% von der Welt, aber die Foto sind vorüber. Ich mag seine Welt nicht. Und ein verdientes, kein verdientes Bonusspiel. Was ihr nicht wisst, ich habe mir heute Reaper of Souls gekauft. Jetzt wisst ihr es. Igel! An Igel kann ich mir auch nicht mehr erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Stachelhöhle. Übrigens, da wird letztes Mal ja Resident Evil 2 noch aufgenommen. Da will ich jetzt auf. Und was hat das mit Stachelhöhle zu tun? Und hab das Resident Evil. Warum komm ich da nicht auf? Okay, weil ich. Alles klar. Das ist der reguläre Ausgang da oben. Jedenfalls habe ich Resident Evil 2 letztes Mal aufgenommen. Zum 25. Mal. Ich fange jetzt den Satz an.
Und da bin ich ja tatsächlich erst nachher bei YouTube draufgekommen, dass da der Mauszeiger das ganze Video im, die ganze Zeit im Video ist. Wie uncool. Nochmal neu aufnehmen wollte ich es nicht, weil das war ja schon das zweite Mal, dass ich das neu aufgenommen habe, weil es einfach nervt. Ja, wer hätte gedacht, dass aus meinem Mund die Worte mal kommen, Resident Evil hat mich genervt. Achso, alles klar. Schoko-Yoshi, der Braune, ne? Ja, jedenfalls, ich war das ganze Video, das... Der Mauszeiger im Video war halt die ganze Zeit. Alter Schalter, meine Deutschsprachkenntnisse meiner Muttersprache verlassen mich, wenn ich Computerspielen umdrehen und eine Geschichte mit Inhalt erzählen muss. Wahnsinn. Die Moral von der Geschichte ist, ich habe gar nicht gewusst, dass das auf dem Broadcaster meine Maus am Rande des Bildschirms mit aufzeichnet. Was mir ein bisschen genervt hat. Ah, jetzt weiß ich, warum du Stachelhöhle hast. Deswegen. Ui! Das scheiß Baby! Ach, herrlich. Ich glaube, ich muss meiner Schwester mal einen Link zu dem schicken. Zu dem Let's Play. Ja, Umi, bitte, danke. Das steigert zeitlos. Ich hasse Maulwurfspülen. Ich tat ja gern, aber die beschissene Scheiß... Entschuldigt mein Fluch. In einem so einem kinderlieblichen Kinderspiel sollte man nicht viel fluchen. Aber die Steuerung von diesem Maulwurf ist sehr gegen die Physik oder gegen jedes logische Denken. Ja, rückwärts. Ah, er hat's geschafft, danke. Ich weiß, da war ein roter Münster, aber ich bin froh. Was? Was? Dass die Maulwurfsphysik dass die Maulwurfsphysik da jetzt einigermaßen hinkommt. Wo bin ich stehen geblieben? Ja, ich glaube, ich muss das Let's Play meiner Schwester mal schicken. Ja, ich freue sie wahrscheinlich nicht, hat wahrscheinlich eh keine Zeit zum Anschauen. Ja, gut, da haben wir jetzt so viel auslosen, dass ich... Dass ich dann... Ma! Stone failed. Mucho failo. Was kommt da, Digga? Ein Schalter. Na, jetzt fällt der Obi, ich bin ein Affenhirn, Alter. Affenhirn auf Eis. Das hätte ich alles noch cool können. Wurscht. Kann ich da... Nein, das hätte mich gewundert. Okay, die Moral von der Geschichte, wir haben den Schlüssel nicht. Das reimt sich sogar, denn es ist meine Pflicht, den Schlüssel den Bösewicht holen zu müssen. Nebenbei muss ich Feuer schlucken, Feuer sprühen. Was super ist, weil der Igel kein Feuer vertragen. Letztes Mal bin ich heimgefahren mit dem Auto. Das war eigentlich gar nicht so spät, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war gar nicht so spät und es waren 5 Igel, habe ich ausweichen müssen. Einer war davon schon tot. Traurigerweise, aber so ist es halt in der Natur. Ich will eigentlich kein Maulwurf werden, weil ich brauche den Schlüssel. Was muss... Ah, jetzt kann ich... Was?
ich muss jetzt den ganzen... Na, er hat es geschafft. Er hat es zum ersten Mal geschafft. Ja. Liebe, schöne Hüpfe. Hübsche... Igel sind schon was Knuffiges, ne? Aber leider... ziemlich dumm, glaube ich, ja. Warum gängen die ganzen Igel eigentlich immer auf Nacht auf der Straße spazieren? Weil es warm ist und die Wärme Insekten anlockt und Igel Insekten fressen. Stimmt es jetzt? Kann irgendein Igelforscher wieder bestätigen? Eigentlich wollte ich ja da zu dem Schlüssel rein, gell? Ah, okay, alles klar, ich komm da gar nicht rein zu dem Schlüssel. Ja, noch gefühlte 14 Minuten sind wir wieder am Anfang von dem Spiel angelangt, weil wir einfach ein voller Noob sind. Wahnsinn! Sex, und das passiert uns auch in den Safe States. Ihr langweilt. Ich. Wieso hab ich denn nicht gleich mitgegangen? Ich langweile euch zu Tode. Warum habe ich den bescheidenen Schlüssel nicht gleich mitgenommen? Alter Falter. Warte, jetzt haben wir wahrscheinlich gefailt, gell? Let's Fail, das ist kein Let's Play, das ist ein Let's Fail. Übrigens gibt's den Kanal schon. Was mir eigentlich wurscht ist, aber... Wenn ich vor 10 Jahren einen Let's Play Kanal gemacht hätte, dann hätte er Let's Fail. Schaut Stoney beim Let's Fail hinzu. Aber es ist wurscht. Ach, ich hasse diese jetzt durch Safe State. Behinderter Maulwurf, das ist ein guter Name für die Episode. Obwohl Berg hier auch super ist, ne? Deine Kugeln, deine Worte sind wie Kugeln. Sie gehen einfach durch mich durch. Alter, wenn ich da jetzt vorbei... Ja, wir haben den Höhlenwahnsinn hinter uns gebracht, oder wie? Herz das? Irgendwer spuckt da... Da gibt's noch etwas zum Abholen. Irgendwas gibt's da noch. Ah. What the fuck was... Was? Hab ich jetzt irgendwas versammt? Ich hätte so auch das Geräusch und für was zum Geier war jetzt der Schalter da? Ich würde das jetzt wissen. Okay. Speichern. Da ist aber nix. Aha, okay, alles klar. Ah, ich bin ein Genie. Vergiss das mit Genie. Natürlich läuft die Zeit ja jetzt weiter, aber... Ja. Naja, besser wie nix. Also dann brauchen wir die Münzen auch sehr dringend, wenn überhaupt nicht. Ha. Oh, der Yoshi! Ja.
etwas haben wir wieder geschafft, den Bergberg und die blöde Maulwurfsteuerung besiegt, hätten wir auch wieder mal. So. Ja, das war's aber wieder mit dieser Episode. 5, 6, glaube ich. 6 war das. In der nächsten Episode werden wir die Affen da nochmal verputzen und Berg, seine Schwester oder wer auch immer das sein wird, bekämpfen. Danke fürs Reinschauen. Euer Steini. Nächstes Mal reinschalten. Danke.